Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben jetzt hier doch jede Menge Platz für unsere Baumfarm, die wir noch brauchen. Denn das Einzige, was jetzt glaube ich, uns noch fehlt, ist genau 317 Mal diese Dinger bauen. Und wir können mal gucken, vielleicht kann ich da auch noch ein paar hiervon einsparen. Dass ich da ein paar mehr von baue einfach, wenn wir diese Speed-Module nicht haben. Weil wir es platztechnisch können. Müssen wir mal gucken, weil gut, ja, das würde uns halt eben, wenn ich jetzt bloß die Hälfte an Speedmodulen brauche, würde uns das 317 Speedmodule einsparen, die wir dann schneller zur Verfügung haben. Ob das jetzt Sinn oder nicht Sinn ist, das werden wir noch sehen. Gut, wir haben hier, ich habe zwei von diesen Baumfarmen nur. Wieso habe ich nur zwei davon? Liefern mir mal ein paar, dass ich da ein bisschen mehr von bauen kann, denn das wird ja jetzt interessant werden, wie wir da vorgehen. Eigentlich müsste ich mir hier drüben 150 hinbauen und das dann nach da spiegeln, ne? Und dann hier das als Spiegelachse nehmen. 150, 160, 100. Wie viel brauche ich? 317 sind 160 mal 2. Okay, dann gucken wir mal, dass wir da 160 von den Dingern da so einigermaßen aufgebaut kriegen, die dann mit allem versorgt sind, was sie brauchen. Und dann könnte ich die Verteilung der Sachen hier in der Mitte machen, ne? Gespiegelt, links, rechts. Ja, das wäre gut. Okay, ja, ja, okay, okay, okay. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Dann lassen wir doch mal ein bisschen Platz noch. So, damit das klappen kann, brauche ich die Produktion Raw Bioplastik. 3 Trees. 4 Plastik. Was habe ich denn? Ich habe Fertilizer, Mod, Light Mud, Water, Swamp Tree Seed. Genau diese Produktion wollen wir hier haben. So, wir haben Fertilizer, das und Bomb Trees und Light Mud Water hätten wir hier hinten. Das müssen wir dann auch noch mit hier rüberbringen. Müsste ich hier vielleicht nochmal einen Zwischentank machen. Müssen wir mal gucken. So, da wird ja am Anfang sehr viel von weggehen. Das heißt, wir brauchen einen Abgang für zwei Produkte, die wir erstmal auf ein Förderband legen, würde ich sagen. Hier kommt die Flüssigkeit durch, die wir dann hier in der Mitte lang liegen, oder na, die liegen mal hier auf der Kante lang, würde ich sagen. Und da machen wir uns nochmal einen Tank, der quasi ja, in der Höhe steht, wie die Fabriken. Oder machen wir den hier unten? Ne, den können wir da unten hin machen, ne? So. Das passt ja wie fast das Auge hier. Und der wird bepumpt, bedient. So, es ist ja nicht viel, was da hoch muss, aber besser als nichts. So. Also jetzt wird erstmal hier umgepumpt. Von hier aus geht es erstmal da hoch. Bisschen was liegt da ja noch vorrätig, aber ich denke, das sollte sich dann jetzt hier rein verteilen. Und das verteilt sich dann hier in das Werk. So, dann brauchen wir einen Abgang. In die Richtung. Der geht quer rüber dann, ne? Das ist klar, weil die Aufsplittung wird dann hier hinten stattfinden. Die muss spätestens hier stattfinden, damit dann das aufgesplittete Material da unten hin kann. Und das andere Material in den Dings läuft. So, das heißt, wir brauchen hier einen, der rauslegt. Auch von gegenüber. Und dann brauchen wir hier zwei Förderbänder, die Dinge anliefern. Denn wir brauchen drei Waren, die angeliefert werden. Einmal das hier und einmal das hier. Ich könnte auch drei Förderbänder dafür nehmen. So. So.
Kommen da drei Waren an? Ja, drei Waren kommen da an. Wenn ich das jetzt so nehme und weiterbaue. Da fehlt immer ein Förderbandstück hier. So, dann brauchen wir Strom in dem ganzen Gebiet. Ah, lang nicht. Muss wirklich überall mindestens ein Strommast stehen. Warte mal. Aber den könnte man auch... Und theoretisch könnte man den in das Förderband reinstellen hier. Mittig drüber. Dann würde jeder zweite reichen, ne? Ja. Dann hättest du hier einen, wo kein Strom ist, aber das stört ja nicht. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay. Das nehmen wir so. So. Naja, das ist der Master eigentlich doch blöd. Weil dann könnte ich ja zumindest ja zwei Rohre hier durchlegen. Na, dann machen wir. Na, das so mit dem Strom. Okay. Auch gut. Achso, nee, das brauchen wir ja weiterhin, weil da kommt ja das durch. Aber jetzt bei jedem. So. Und dann brauchen wir das nochmal. Warte mal. Ein gesunder Viererwürfel, den kann man kopieren und da dran bauen und da dran bauen und da dran bauen und da dran bauen. Haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, das 16 mal nach oben, das werden wir nicht hinkriegen. 12, 14, 16. Müssen 160 Stück sein. Ja. Brauchen wir noch richtig Platz hier. Von wegen Charcoal-Produktion. Also das könnte man sich jetzt noch leisten, dass man die Charcoal-Produktion hier oben reinbaut und da Charcoal produziert. Das könnte man sich wirklich noch leisten jetzt dort oben. Gut aus. So, 160 so lang, 160 auf die andere Seite. Das sollte auch gehen. So, jetzt müssen wir bloß noch diese Förderbänder hier reinbringen. Halt. Nicht zu viel abreißen. Und dann sozusagen hier immer einzeln abzweigen. So. Der geht dahin, der geht dahin. Na gut, das ist ja. So. Achso, ich muss ja auch noch darüber, ne? Die Seite muss ich auch was legen. Ah.
Na, na, bis dahin kann ich mit allen gehen. Dann fängt die ganze Ringelerei wieder von vorne an, ne? Momenten. So. Nicht ganz in der Mitte, ne? Ach. Das wäre ganz in der Mitte, wenn's... Wenn diese Rohrleitung da nicht wäre. Dann könnte ich das jetzt einfach flippen. Und so lang machen. Muss ich nur noch die Rohrvorleitung dann gut legen, dass ich... Müsste es hier reinlegen, das Rohr, ne? In dem Bereich... Ja, da passt es nicht hin. Wo kann ich am günstigsten jetzt die Rohrvorleitung reinlegen, dass das nicht stört? Weil hier ist ja jetzt schon wieder dann... Also mal... Das kriegen wir mal ganz kurz, das kriegen wir noch, das kriegen wir noch ausgeballert. So. Und das 1 zu nah, Störung Z, Störung V. So. 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 Wenn wir jetzt hier ein Rohr so lang rauslegen wollen würden. Müsste ich ja nur mit dem unterirdisch bis dahin gehen. Mit dem unterirdisch bis dahin gehen. So einfach wäre das. Sieht komisch aus hier an der Stelle, aber okay. Aber das könnte passen. Dann ist das hier schön mittig verteilt. So, jetzt müssen wir Steuerung V. So. Wenn ich das jetzt flippe. Und da dran setze. Sieht das doch schon mal ganz gut aus. Drei. Fackerle. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Oh. Was? Ah ja, acht ist Ende, ne? Das müssten jetzt 16 Stück sein. 32. Ja. Und dann 5 nach oben. Halt, 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 halt. Da muss ich jetzt sogar das hier alles mitnehmen. Achso, warte mal. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Jetzt ist natürlich...
Wenn wir den inneren Kern, muss ich jetzt immer so mitnehmen, ne? Erstmal. So, oder? Das ist immer der Anschluss hier. So. Der andere Anschluss macht sich ja anders. Der ist ja kürzer. Ha. Eieieiei. Das passt nicht. Das passt so nicht. Da hätten wir hier einen mehr Luft lassen müssen. So, lass mal ganz kurz kickern hier. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass das trotzdem matt wird? Ach, Schande. Ach, Schande. Das passt hier natürlich ganz gut, aber... Mando. Dann müssen wir es hier anders machen. Warten Sie. Machen wir das mal weg. So. Dann teilen wir es hier innen. So. Gehen dann hiermit wieder unterirdisch. Das sollte ja klappen. Wo kann ich den abteilen jetzt hier? Ach so, da komme ich nicht dran. So, das muss ich hier abteilen. Das ist schon mal Fakt. So, den muss ich auf jeden Fall bis hierhin durchziehen. Dann muss ich gucken, dass ich den irgendwo anders abgeteilt kriege. Ach, das geht, das passt nicht. Kann ich jetzt wirklich um eins nach oben auseinanderziehen? Um meine Verteilung hinzukriegen? Wie finde ich denn das? Das finde ich doch doof. Wie wäre es, wenn wir... meine Verteilung uns sparen? Kann ich hier oben verteilen und hier oben kann ich dann erste, zweite, warte mal. Also diese Verteilung haben wir ja nicht. Doch, die haben wir ja da. Theoretisch hätten die hier. Wenn ich die jetzt hier hinmache. Kann ich die da hinmachen. Und die laufen einfach glatt durch. Verteilt sich hier drüber. Man muss in der Mitte das, wo nur ein... Das ist eigentlich scheißegal. Die Mengen sind ja jetzt nicht so doll. So. Ist das richtig so? Hier, dieses Förderband wird da rein verteilt. Dieses Förderband wird da rein verteilt. Dieses Förderband wird hier nicht hier unten rein verteilt. Okay. Und geht einfach durch. Okay, das passt. Das könnte... so schon mal schief gehen oder klappen oder funktionieren. Okay. Mann. So. Flip. Flip. So. Okay.
Dann müssen wir jetzt hier überall mal einen rausbeißen, dass wir das da oben überall einmal einsetzen können. So. Achso, brauchen wir es nicht. So, sehr gut. Dann können wir nämlich in der Baumform bleiben. Gut. Sehr schön, dass das auch geklappt hat. Moment, ich brauche die Stromleitung noch. Sonst wird das hier nichts mit uns. So. 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 Und so. Dann haben wir hier 320 Baumfarmen. So, und das Einzige, was wir jetzt noch nicht miteinander verbunden haben, das werden wir noch verbinden, ist das jetzt hier. Die beiden müssen vom... Achso, und ah, okay, hier läuft das Förderband auch verkehrt rum. Moment, wenn ich das, ich das jetzt da so drauf setze, macht das nicht. Okay. Dann reiße ich das jetzt mal raus. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Förderband umgebaut habe. Das ist das Einzige, woran ich nicht gedacht habe, dass ich das Förderband jetzt auch, auch in die andere Richtung laufen muss. Gut, alles klar. Das muss nämlich auch so rumlaufen. Damit das hier hinten dran kommt. Das mache ich dann da oben bei den anderen alles noch fertig. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir diese ganze Sache dann versuchen, hier in Betrieb zu nehmen. Und theoretisch könnten wir diese Charcoal-Produktion hier oben wirklich noch hinsetzen. Oder wir sagen, wir gucken mal, wie viel brauche ich denn, wenn ich jetzt ein Speed-Modul weniger mache. Wo sind wir hier? Wenn ich jetzt eins weniger mache, dann brauchen wir 370. Und wenn ich zwei weniger mache, brauchen wir 444. 444. Wir haben jetzt 320. Und 64 ist eine Reihe. Dann haben wir 380. Und dann haben wir... 440. Wir haben doch ziemlich genau 444, wenn ich zwei Reihen da oben drüber setze. Also ich meine, das ist jetzt Platzverschwendung, aber ich glaube, wenn wir da, wie sind das denn hier, zwei Reihen sind, 128 plus 448. Passt. Dann bauen wir da keine Module rein. Also ich habe jetzt einmal... Nee, ich habe jetzt das falsche Förderband da auch reinkopiert, ne? Egal. Aber dann passt das. Dann machen wir da keine Module rein. Dann sparen wir uns die Module für andere Sachen. Dann haben wir es schon mal. Ich meine, ja, weiß ich nicht. Brauchen wir es? Brauchen wir es nicht? Ich überlege nochmal und... Also ich würde sagen, Bäume exportieren ist einfacher als Charcoal, weil eine Charcoal-Fabrik aus Bäumen haben wir schon und wenn wir die Bäume dann wegschmeißen, dann sind sie halt weg. Meine Güte. Aber hier müssen wir jetzt bloß noch die Saatgut, das Saatgut und die Flüssigkeit haben wir ja hier schon großteils verbreitet. Ne? Tank ist auch gut voll. Wie sieht der aus hier, der Tank? Auch voll. Sehr gut. Also selbst das Matt ist irgendwo hin wegtransportiert worden, wo es jetzt gerade gebraucht wurde oder sowas. Keine Ahnung. Oder zumindest wurde die Flüssigkeit hergestellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.